Emilia Feester ließ am Donnerstag in ihrer ersten Rede im Bundestag ihrer Wut freien Lauf. Die Grünen-Politikerin sprach sich für die Impfpflicht aus, denn, wie Feester in ihrer Rede andeutete, seien Impfskeptiker schuld daran, dass ihre Freiheit eingeschränkt sei. Aber ich fordere jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann, und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Und ich will sie nicht nur kurzzeitig zurück, weil jetzt einige Leute besonders laut Freedom Day rufen. Inwieweit ihre Freiheit eingeschränkt ist, ist jedoch fraglich. Immer mehr Corona-Maßnahmen wurden mittlerweile wieder gelockert oder aufgehoben.